So, da sind wir wieder. Und gucken mal, was aus dem anderen Häuschen noch alles mitgenommen werden kann. Hier ist ja wunderbar sortiert alles. Der macht mir nur Sorgen. Da müssen wir, glaube ich, mehr als einmal fahren. Nehmen wir doch erstmal hier so Sachen mit, die wir noch unterkriegen können. Sonst noch was hier irgendwie gesteckt werden kann? Ja. Ansonsten der Sand kann hier noch rein. Dreck hätten wir auch noch ein Plätzchen frei. Kies? Nein. Holz? Auch nein. Zäune? Auch nicht. Wassereimer? Eier könnten hier noch mit rein. Stöckchen und Saatgut? Auch nicht. Nein. Ach ja. Was wir dort theoretisch lagern könnten, da es ja eine Schmiede ist und eine Schmiede ja nicht nur Eisen schmelzt, sondern auch Sachen herstellt, das wäre natürlich, wir könnten unsere Werkzeuge hier lagern. Zumindest die aus Eisen wären hier authentisch gelagert. Aber ich meine, mein Gott, von mir aus können wir auch die von Holz hier reintun. Und Eimer, auch aus Eisen hergestellt. So. Sehen wir doch schon gleich ein bisschen freundlicher aus bei unserer ersten Reise. Auf dem Rückweg noch ein paar Fackeln mitbringen. Ei. Hier habe ich jetzt natürlich... So. Das soll das kleinste Problem sein. Juhu! Ah, gewaltig. Das wird eine schöne Stadt. Ah, der Weizen ist auch schon wieder... nein. Jetzt... Bitte nicht boosten, bitte nicht. Nein! Ah, zum Glück, auf der Strecke hat das nicht. So. Theoretisch müssten wir jetzt einmal Weizen ernten, sonst verschimmelt der uns auf den Feldern. Das machen wir auch nochmal schnell. Ja, man sieht, so langsam kommt hier so ein bisschen Routinearbeit mit rein. Weizenfelder ernten. Die werden übrigens auch verlegt. Da kommt da ein Bauernhof hin, da unten in der Stadt. Dort werden dann die Weizenfelder hinkommen. Genau wie auch alles andere hier aus den Häusern nach und nach verschwinden wird. Wolle zum Beispiel. Könnte man hier noch das hier, die Redstone, ein Elektriker könnte man noch reinsetzen für den Redstone, für das Redstone-Zeug. Eine Ziegelei, da könnte das Lehm rein. Ach, da kommen noch genug Ideen, also so schnell wird die Stadt nicht fertig sein. Außer natürlich, ihr sagt jetzt, nicht schon wieder die Stadt, bau die Pyramide weiter oder, mach lieber was ganz anderes. Dann können wir uns dementsprechend natürlich darauf einigen. So, das könnte hier mit rein. Hier, die Eimer können jetzt auch noch mit rüber. Dann haben wir das ganze Werkzeug drüben. Dann müssen wir hier nur noch rein, wenn wir was lagern wollen, was noch nicht drüben ist. So. Stöckchen können wir auch noch brauchen. Die Eier kommen erstmal hier rein. Hier haben wir auch noch genug. Also zwei Stacks Fackeln brauche ich auf jeden Fall. Das reicht auch, glaube ich, für zwei Stacks. Na gut, ein bisschen mehr sogar. Da die Öfen jetzt ja alle schon drüben sind, können wir theoretisch die Kohle auch schon mitnehmen.
Die haben wirklich nicht mehr viel Kohle. Das macht mir Sorgen. Haben wir da noch was? Ah, hier ist ja noch was. So, ich glaube, das war's. Die Schälchen kommen zu den Pilzen. Weil das ist das Einzige, was man aus den Schälchen machen kann. Oder mit den Schälchen machen kann. Pilzsuppe. So, jetzt ernten wir nochmal schnell. Ich dachte gerade, was ist das für ein schwarzes Ding da? So. Gut, dass man dafür noch keine Scheren braucht. Aber ich werde hier kurz über Langfield MCMMO auch noch für die Scheren einen Skill ein. Ja, theoretisch doppelter Loot wäre immer sinnvoll. Auf jeden Fall können wir uns nächste Mal für die neueste Expedition Brot backen. Ja, sie ist im Bäcker, bräuchten wir auch noch. So, das kommt auch erstmal noch hier rein. Davon haben wir jetzt schon einiges von dem Getreide. Ein Getreidesilo. Weil wir werden früher oder später so viel Getreide haben, dass wir nicht wissen, wohin damit. Und Abfahrt. So, nein. So. So, jetzt müssen wir warten, bis es Nacht wird, damit wir die nächsten Fackeln verteilen können. Ansonsten kommt hier jetzt auch noch die Bahnschienen rein. Dafür kommt hier mit die Kohle rein. So. Das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus. Das und das und das und das Knochenmehl, das brauchen wir jetzt auch noch. Oder verbrauchen wir jetzt auch noch. Denn was sollen wir sonst machen, bis es Nacht wird? Wir können theoretisch hinten den Hügel etwas verschönern. Und hier die gerade Strecke, die jetzt gegenüber des Pilzhändlers liegt. Was mir auch noch einfällt, der Pilzhändler, der braucht ja auch noch ein Schild. Nach dem Motto, hallo, ich bin der Pilzhändler. Bei mir könnt ihr Pilze kaufen. Ich glaube, alle anderen haben schon so ein Türschild. Ja, hier diese... Moosstein-Dinger. So. Dann hier noch. Haben wir noch. Wo können wir die verpulvern? Auf der anderen Seite. Wenn dann später hier doch was anderes hin soll, dann machen wir das halt, bauen wir um. Habe ich überhaupt noch genug Moosstein? Aber jetzt wird es erstmal dunkel. Das heißt, wir kümmern uns dann gleich nochmal um das Häuschen da, dass da auch noch so ein Schildchen vorkommt. Was hier allerdings etwas schwerer wird, da wir direkt am Dings gebaut haben, kommt das halt hier dran. Naja, habe ich auch nichts dabei, um ein Schild zu machen.
So. Schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall noch dunkel. Ist ja nicht so, dass die Fackeln hier verschwendet werden. Denn sobald wir hier andere Sachen hinbauen, also vernünftige Sachen, kommen die Fackeln ja wieder weg. Und werden dann quasi für was anderes verwendet, wie zum Beispiel Höhlenbeleuchtung. Und. Ich richte mich jetzt so ein bisschen nach der Minimap, wie ich die verteile, weil da sieht man ja auch sehr schön, wie die Beleuchtung gerade ist. Da vorne ist noch eine Lücke. Hier. Man sieht es auch eigentlich mit dem bloßen Auge, wo es noch recht dunkel ist. Das Dach hier müssten wir beleuchten noch. Ach, jetzt kommen wir da sogar hoch. Rein. So, jetzt ist da vorne noch so eine schwarze Fläche. So, es sieht jetzt nicht besonders hübsch aus, wie die Fackeln hier stehen, aber es ist, ich sag mal, sinnvoll. Das Dach ist jetzt auch noch dunkel, aber ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass mal wirklich der Blitz einschlägt, so wie es geplant war von mir. Hier unten vielleicht noch. Und hier in den Ecken. So. So ist nett, richtig schön. So, jetzt heißt es noch gleich das Schild holen. Wie komme ich jetzt da hoch? Idee. So. Haha. Vom Rand ein. So. Nett. Ist jetzt auch beleuchtet. Also, ich sag mal so, das ganze Dörfchen sollte jetzt auf jeden Fall monstersicher sein. Die letzten 6, die können wir noch hier mit verteilen. Ich wüsste zumindest nicht, wo sie spawnen würden oder sollten. Sieht jetzt auch schon richtig hell aus alles. Also jetzt kann man hier auch wirklich nachts arbeiten. Und ich sag mal, wir machen dann jetzt noch eine letzte Pause und starten dann die letzte Folge.